Und von daher jetzt hier der Blick auf das Team von Teamux. Es geht rein in die erste Partie. Ja, und er hat noch mal ein bisschen angepasst. Er hat dann doch sich jetzt am Ende entschieden für Benzema. Links für den Strongling zu Griezmann und rechts hatte er Dele Alli, Team of the Season. Also hat er noch mal ein bisschen was geändert. Und hier sind wir auch noch vom Ton her auf aus. Also gerade ruckelt es hier bei uns schon so ein bisschen gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Ja, es ruckelt in der Tat ein bisschen. Weiß ich aber nicht, ob das an uns liegt oder an demjenigen, der hier streamt, nämlich der Timo. Und da ist schon das 1:0 direkt für Timo hier, während wir noch über die Stream-Quali sprechen. Unsauber geklärt und dann kommt der Ball zu Pogba und der schiebt ihn ein. Ja, und damit hier ein absoluter Turbostart quasi. 1:0 für Timo direkt nach 5 Minuten. Und Tim nutzt dann, glaube ich, so ungefähr den ersten Ballbesitz, um dann jetzt auch erst nochmal umzustellen. Weiß nicht, ob das eigentlich ursprünglich auch der Plan war. Das kenne ich übrigens auch aus der Weekend League. Hin und wieder, dass man irgendwie eigentlich direkt umstellen möchte und am Anfang dann nicht an den Ball kommt. Ja. Und dann noch irgendwie so gedanklich dabei ist, dass ich, wenn ich jetzt mal an den Ball komme, eigentlich Pause drücken möchte. Und dann, ja, ist man überhaupt gar nicht so wirklich in der Situation drin, in der Szene drin. Und auf einmal, durch eine sehr ungünstige Konstellation fällt auf einmal das Tor. Ähnlich kann es auch jetzt hier gewesen sein, weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall auch ein sehr ungewöhnliches Tor, wie es dann letztendlich gefallen ist. Auf jeden Fall. Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, wo das mit dem Ruckeln herrührt. Aber es ist immer noch der Fall, ne? Also was ich vielleicht, ich weiß nicht ganz genau, wie die Qualitäten sind von dem Stream. Aber es kann sein, dass es 60 FPS ist, wenn ich das mal richtig gesehen habe. Ja. Ja, wenn du da vielleicht auf, er hat nur 60 FPS. Das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt hier gerade ein bisschen too much ist, um es mal so auszudrücken. Auch mal ein bisschen runtergeschaltet. Ja. Aber es ruckelt weiterhin, ne? Jo. Ich bin mir auch nicht sicher. Einer hat geschrieben, vielleicht ist auch irgendwas mit dem Bildschirm noch. Also das, wir hatten ja vorhin da die Probleme und dass der Desktop jetzt irgendwie, einer hat geschrieben, das Bild ist auch ein bisschen verzerrt. Und es sind auch oben diese schwarzen Balken. Ist das normal? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich weiß schon, woran das liegt. Das ist leider nicht die korrekte Auflösung eingestellt. Ja. Dazu müssten wir aber höchstwahrscheinlich den Stream kurz offline nehmen, was ich probieren würde eigentlich zu vermeiden. Ja. Also verzerrt ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist einfach nur noch ein, ja doch, wahrscheinlich schon. Es ist ein bisschen kompliziert. Wir sollten uns mal ganz kurz vielleicht zu diesem Augenblick aufs Spiel konzentrieren, weil wir das jetzt gerade technisch nicht ganz genau oder jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht direkt beheben können. Ich denke, es ist auf jeden Fall noch in einem gewissen Rahmen. Ja. Und von daher sehen wir jetzt hier gerade, wie Teamox dann in der 14. Minute auch wieder in die Offensive kommt, tief in Tims Halbzeit, oder nicht Halbzeit, Hälfte hinein. Und verliert aber jetzt hier mit einem Steilpass dann den Ball. Kann jetzt aber erstmal wieder in sein gewohntes Passspiel gehen. Tim anscheinend jetzt ja auch mit dem 4-2-3-1 unterwegs vermehrt. Hat, soweit ich mich erinnern kann, auch die enge Raute viel gespielt und da halt sein Kombinationsspiel aufgezogen. Aber 4-2-3-1, eine Formation, die gerade seit dem Sieg von Rocky immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat. Und der doppelte Block hier, um den Ausgleich zu verhindern. Ja, also zu dem 4-2-3-1-Punkt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Formation, die jetzt zum Ende von FIFA 17 doch wieder mehr kommt, als jetzt am Anfang gespielt wurde. Ich denke, dass auf jeden Fall, wie gesagt, der FUT Champions League von Rocky da auch eine Rolle spielt, der ja wirklich unheimlich beeindruckend war, wie er da seinen Gegner dominiert hat mit dieser Aufstellung, kaum umgestellt hat, auch wenn er mal hinten war im Finale. Und insofern haben das einige dann von dort ausgehend übernommen, beziehungsweise einfach festgestellt, dass die Formation doch stärker ist, als man vielleicht gedacht hat zum Anfang. Von Pascal kam ja die Anmerkung, dass es vielleicht auch daran liegt, dass jetzt vermehrt einfach 4-2-3-1 gespielt wird und dann beide mit dem 4-2-3-1 gegeneinander laufen und die Formation ist auch nicht so einfach zu kontern. Du sagst schon, dass man dort am besten gegen das, also dass man, wenn man gegen 4-2-3-1 spielt, eher eine enge Formation wie das 4-1-2-1 spielen sollte. Das ist so ein bisschen deine Wahrnehmung aus der Weekend League, richtig? Genau, also in der Weekend League ist es halt aber auch immer noch ein bisschen was anderes, weil ich schon davon ausgehe, dass ich besser bin als die meisten Spieler, gegen die ich in der Weekend League spiele. Also, dass ich spielerisch die Überlegenheit habe und dann beispielsweise gegen das 4-2-3-1 durch die Mitte einfach so viel Druck aufbauen kann, dass ich im Endeffekt die Defensivreihe des Gegners durchbreche. Und genauso gegen eine Fünferkette auch. Aber wenn du halt auf Top-Niveau spielst, dann ist das nicht zwingend der Fall und vielleicht ist es dann besser, doch auch eine breite Formation
zu wählen, um ein bisschen kontrollierter auch rangehen zu können. Ja, das 4-2-3-1 ist ja einfach der absolute Klassiker und auch unglaublich flexibel in der Spielart, in der Spielanlage, defensiv unglaublich stark, unglaublich kompakt, und offensiv kann man einfach durch die Spielanlage mit den drei offensiven Mittelfeldspielern hinter dem Stürmer so viel und so variabel spielen. Man kann flügellastig spielen, man kann aber auch eigentlich ein bisschen eher durch die Mitte spielen. Und das ist wahrscheinlich eine der immer weiteren Stärken von 4-2-3-1 in FIFA. Und das ist für mich immer schon über die letzten Jahre weg einfach die Go-To-Formation. Ja, absolut. Noch, also von Dr. Alaba kam der Hinweis und dann auch die Anmerkung noch von jemand anderen, dass es auf jeden Fall eben auch an der Spielanzeige zu erkennen ist. Ja, und das also ist, ich das könnte ist eine Sache mal ausprobieren. Ich würde das, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt lassen, weil ich würde sogar nach dem Spiel dann einfach kurz das mit der Auflösung ändern. Das heißt, dass wir dann das eigentlich dann auch direkt korrigiert haben. Das heißt, das Spiel nehmen wir jetzt noch so mit und dann in der zweiten Partie, die ja hier auch noch kommt zwischen Timo und Tim, machen wir dann das kurz richtig. Und das wäre fast eben gerade wieder so ähnlich wie das 1-0 von Timo gewesen. Kommt auf einmal der Spieler da aus dem Stand mit der Innenseite zum Abschluss flach irgendwie links ins Eck reinlegen wollend am Torhüter vorbei. Diesmal gelingt es nicht und Tim kann so erstmal nochmal hier nur den Eintorrückstand halten. In der Halbzeit können wir es leider nicht machen, weil wir müssen den Stream kurz offline nehmen und so viel Zeit werden uns die beiden in der Halbzeit wahrscheinlich nicht geben. Oh, schöner langer Ball jetzt hier auf Son, der doch auch nach seinen diversen Informs hier und da jetzt mal gespielt wird. Sonaldo wird er jetzt auch genannt, seit er die vier Tricksterne hat. Ja, mir persönlich gefällt er nicht ganz so gut. Ja. Ich bin auch nicht der absolute Fan von ihm. Er hat irgendwie komische Animationen, spielt sich teilweise träger, als er sich spielen sollte und ja, es kommt nicht so richtig aus dem Knick irgendwie bei seinen Aktionen gefühlt. Aber das ist halt auch immer eine Geschmackssache, was Spieler angeht. Und sehr interessant finde ich das auch, dass einige Leute eben sagen, boah, Son, das ist der krasseste Spieler, für mich heftiger als Ronaldo und alle anderen. Und dann gibt es Leute, die sagen, finden sie nicht gut, die Karte einfach. Also es ist schon sehr interessant. Und so ist es halt bei vielen verschiedenen Spielern. Also Modric, Totti zum Beispiel hat mir gar nicht gefallen. Du findest ihn super. Also ist schon interessant, dass es da auch so eine, unterschiedliche Wahrnehmung von einzelnen Spielern gibt und wie sie performen. Ja. Auch ein Haso schreibt gerade Son gleich Ronaldo. Ja, finde ich echt überraschend, weil ich finde Ronaldo einfach noch so viel besser als Son. Ja. Und das ist auch schon der normale Ronaldo. So, das ist natürlich jetzt schon ein bitterer Halbzeitpfiff, muss man sagen, weil man hat das gerade gesehen, Tim konnte dann gerade nochmal zentral eigentlich auf Höhe des 16ers querspielen und der Spieler entweder eine Schussposition oder weiter kombinieren. Und nichts von beiden kommt, dann wird umgesetzt, weil einfach der Schiedsrichter abpfeift. Ist schon ein bisschen bitter gerade gewesen. Wir sehen aber, dass Tim umstellt auf das offensive 4-3-3. Finde ich ähnlich wie ein 4-2-3-1, nur dass sich hier quasi die Flügelspieler nochmal deutlich offensiver einbringen. Ja. Ich komme damit aber nicht so gut klar. Ich auch nicht. Also für mich sind die Abstände in der Formation zu groß. Wenn ein Gegner gut verteidigen kann, fällt es mir sehr, sehr schwer, dann in der gegnerischen Hälfte in ein gutes Kombinationsspiel zu kommen, weil die Spieler stehen halt so weit auseinander, bis du vom einen Flügelspieler beim anderen bist. Das funktioniert irgendwie nicht. Und im 4-2-3-1 zum Beispiel, gerade in der Variante mit den drei ZOMs, die stehen halt das Stück kompakter noch beieinander und dann kann man auch mal eher so ins Kombinationsspiel kommen. Wobei ich generell sagen muss, dass ich, nachdem ich das mit Rocky halt so ein bisschen auch analysiert habe, seine Spiele und so auch versucht habe, mein Spiel so aufzuziehen, und mir ist es super schwer gefallen, damit wirklich zwingend in der Offensive Durchschlagskraft zu entwickeln, weil du halt im Vergleich zu einem zu einer Raute, zu einer engen Raute oder anderen engen Formationen 4-3-2-1 und so, hast du halt vorne wirklich deutlich weniger Kombinationsmöglichkeiten. Also die Wucht, die du erzeugen kannst mit so einer engen Raute in der Mitte, das ist schon ja einzigartig mehr oder weniger in FIFA 17. Und ich habe es mir halt auch sehr angewöhnt irgendwie durch die Weekend League und die vielen Spiele dort. Und dann schon interessant zu sehen, dass es schwer ist, tatsächlich sich dann auch umzustellen von einer Formation auf die andere.
Boah, was ein Schuss, der. Ich glaube, das war Son sogar auch hier. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Der 5 Sterne Weakfoot, links, rechts, ist alles egal. Kommt immer gut. Und die Schussposition war nicht einfach, aber Son bringt ihn sehr, sehr gefährlich noch in Richtung Tor. Ganz, ganz knapp am Tor auf jeden Fall vorbei. Und jetzt hat Tim hier auf den Außenplatz mit Bale. Und der schießt den einfach mal, wird direkt blockiert. Und jetzt kommt der Nachschuss. Der legt ihn nochmal ab. Und das ist das Ausgleichstor. 1:1. Ich bin gerade überrascht, dass er den nochmal quer legt. Man sieht das jetzt hier mit Bale zurück und dann nochmal weitergespielt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein Schuss war. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn einer so ein Auge hat für solche Pässe im Strafraum, dann ist es wahrscheinlich Tim Latka. Der hat ja auch einfach jetzt das dritte Mal in Folge 40-0 rausgehauen bereits diesen Monat. Die erste Woche hat er nicht gespielt und ansonsten alle drei Wochen 40-0. Das muss er auch, muss ihm mal einer nachmachen. Also, ich glaube, es hat auch noch nie einer einen 160-0-Monat gemacht, oder? Hätte er die erste Woche mal gespielt und 40-0 gemacht. Ja, ist mir nicht bekannt, aber es kommt jetzt noch eine Weekend League in dem Monat. Ah, es sind 5 diesen Monat, okay. Ja. Ja, stell dir mal vor, jetzt macht er nochmal 40-0 und dann wäre ihm vielleicht das 200-0 durch die Lappen gegangen. 200-0? Also, das ist schon krass. Also das würde mich ja nochmal irgendwie fast interessieren, ob das jetzt wirklich eben gerade ein Schuss war oder ein Pass. Den kann er nochmal ablegen, macht auch auf Suarez! Und der geht ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Hier war auf jeden Fall, hat man sehr, sehr schön gesehen, wie auf einmal da eine Riesenlücke entstanden ist, Suarez auch reingeht. Das sieht natürlich auf jeden Fall ein Tim und spielt ihn auch an. Denke ich auf jeden Fall hier Pech in der Situation, dass Suarez den nicht reinschießt, weil die Qualität hat er eigentlich. Jetzt hier Dybala auf den Außen für Timo, flankt den rein, da ist ein Spieler da und da ist das 2:1. Griezmann komplett freigelassen bei 5 Metern, kann ihn einfach reinlegen mit dem Kopf und damit wieder die Führung hergestellt für Timo. Ja, und Timo ist so ein intuitiv starker Spieler, der sieht, dass Griezmann dort in die Lücke reinläuft und der bringt eine Flanke in diesem Spiel und die kommt dann halt auch an und damit macht er das 2:1 und das ist halt so seine Riesenstärke irgendwie, ist mein Gefühl zumindest, dass er sehr kreativ ist und halt auch einfach so ein Gefühl hat, was in welcher Situation funktionieren kann. Jetzt aber nochmal Tim, hier mit dem L2-R2-Dribbling mit Ronaldo und dann aber kein Problem für De Gea. Da war, glaube ich, auch noch ein Bein dazwischen von einem der Verteidiger von Timox. Ja, Timo hat hier in dem Spiel bis jetzt aus wenig sehr viel gemacht, eigentlich so 2-3 Chancen gehabt, direkt 2 Tore gemacht. Also ja, mir fallen so 4 Torschüsse quasi ein. Und jetzt die nächste Flanke und Griezmann, glaube ich, schon wieder, der da hochgestiegen ist. Ja. Also, was ist da los? Ich glaube, er ist irgendwie 1,75 groß, aber immer wieder in einem guten Positionsspiel kommt er frei zum Kopfball. Ja, und Timo ja so einer der wenigen, der Griezmann noch mag, beziehungsweise jetzt mittlerweile keine anderen Spieler ihm vorzieht. Aber er ist auch der Team of the Season immerhin, also jetzt keineswegs der Normale. Ja, stimmt, Kasim hat 192-0. Aber hat er dann auch wirklich in einem Monat sozusagen alle Spiele gewonnen? Ja, ich sag mal so, wenn man es unabhängig vom Monat betrachtet, ist es wahrscheinlich schon mit die stärkste Leistung, die mir bekannt ist. Kann natürlich sein, dass es irgendwie, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob da vielleicht schon mal jemand Besseres hingelegt hat, aber das ist natürlich trotzdem phänomenal. Vor allem auch trotz Delay, trotz Bullshit, der passieren kann, trotz allem halt. Ich muss mal wissen, was der für einen Internetprovider hat. Ja. Und wo er wohnt. Ja. Wahrscheinlich direkt neben den Server gezogen. Was ist das für ein L1-Dreieckball, wollte ich schon fragen, aber es war abseits. Viermal hintereinander mit einem Account. So, also momentan jetzt hier, man sieht, dass Timo mit sehr viel Geduld probiert, das einfach ruhig aufzuziehen, keinen Fehler zu machen, nimmt sich die Zeit am Ball, findet jetzt hier dann die sicheren Anspielstationen. Der ist sogar ein bisschen risikoreicher auf Kanté, jetzt ist in der Mitte der Spieler wieder frei, probiert ihn auf den linken reinzuziehen, aber der nochmal geblockt. Gibt der nochmal die Ecke, wir haben jetzt schon so langsam die Schlussphase hier von der ersten Partie, 79. Minute, Pogba aus dem Rückraum, 3:1, was ein krasser Schuss von Pogba. Weiß ich nicht, ob der Blick einfach ein bisschen blockiert war oder ob er leicht abgefälscht war, aber der Torhüter, der kann den eigentlich auch mal halten. Ja, also ich weiß nicht, Pogba, der hatte gar nicht so den besten Standgefühl zum Ball und hat dann irgendwie so aus der Rückenlage ein bisschen
schießen müssen und trotzdem genug Power hinter den Ball gebracht irgendwie und der Torwart von Tim da nicht reaktionsschnell genug. Ja, Pogba natürlich, was Schüsse so von 16, 17 Metern angeht, absolutes Biest, auch von weiter weg, aber gerade so aus dem Bereich, egal ob jetzt geschlänzt, ob Vollspann, egal welche Ecke, da ist er schon einer der Besten dafür. Aber jetzt hier nochmal die Chance für Tim, allerdings einmal mehr ein Bein dazwischen von Timo. Also generell eine sehr ausgeglichene Partie. Auch Tim hatte durchaus Chancen, noch hier das ein oder andere Tor mehr zu machen. Und der Steifers, der verläuft im Sande, da war irgendwie der Laufweg nicht da. Keine Ahnung, was da Timo genau gesehen hat. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, klar, ich denke, es ist kein Geheimnis mehr, dass dieses Spiel wahrscheinlich dann Timo auch für sich entscheiden wird. Tordifferenz nicht entscheidend. Wir haben auch jetzt noch gar nicht so nochmal spezifisch über den neuen Modus geredet. Ist ja jetzt in der Summer Season bei FIFA 17 so, dass wir jetzt über Spieltage gehen. Das heißt, es gibt kein Cup-Format mehr. Es gibt pro Spieltag 5 fix angesetzte Paarungen und jeder von den 10 Teilnehmern in der ESL-Meisterschaft spielt einmal gegen die 9 jeweils anderen Gegner. Und von daher jetzt hier eine Best of 3 zwischen T-Mox und Tim. Und hier die erste Partie wird dann T-Mox für sich entscheiden. Einfach zu den richtigen Zeitpunkten die entscheidenden Akzente irgendwie gesetzt. Und wir sehen, dass die beiden sich jetzt hier irgendwie mehr oder weniger ja auch ergeben haben. Dass das Ergebnis so hinnehmen. Und von daher gewinnt jetzt hier an dieser Stelle T-Mox das erste Spiel. Wir gehen rein in die zweite Partie zwischen T-Mox und Tim. Und die erste Partie konnte T-Mox 3:1 für sich gewinnen. Eben gerade kam noch die Frage, wie das erste Spiel ausgegangen ist von Asaka Koyola. 3:1 für T-Mox und damit führt er jetzt hier im Best of 3 mit 1:0. Das kannst du auch entsprechend nochmal kurz im Overlay eintragen. Ja. Und Stylo ist auch am Start. 2 Games, 6 Eckentore, sowas noch nie gesehen. Also das war dann anscheinend gestern da los. Mal schauen, ob hier jetzt T-Mox wieder einen ähnlich guten Start hinlegen kann wie schon in der ersten Partie. Da ist er nämlich direkt nach 3 Minuten in Führung gegangen und es ist schon wieder so, dass Tim jetzt, beziehungsweise Timo hier direkt von Beginn an im Ballbesitz ist und er schon wieder in einer guten Position. Aber hier bekommt dann glücklicherweise der Spieler aus Sicht von Tim den Fuß dazwischen und er kann dann direkt hier auch wieder mit dem ersten Ballkontakt dann umstellen. Geht aber jetzt hier erstmal zu Beginn auf die enge Raute, also er probiert sehr, sehr viel aus. Im ersten Spiel im 4-2-3-1 gestartet, dann auf das 4-3-3 mit der offensiven Variante gewechselt. Jetzt von Beginn an erst einmal die enge Raute. Ja, da hat er dann Suarez im linken Mittelfeld, Son, ZOM und Bale im Sturm. Finde ich auch interessant. Also ich persönlich würde ja Bale ins linke zentrale Mittelfeld packen und dann entweder Son oder Suarez in den Sturm und den anderen dann jeweils auf ZOM. Wen hat er jetzt im Mittelfeld? Von denen, die du gerade genannt hattest? Suarez hat dann LZM. Da muss ich dir zustimmen, finde ich auch sehr, sehr interessant. Weil eigentlich Bale da aus meiner Sicht noch aufgrund von eigentlich für einen Offensivspieler starken Defensivqualitäten noch am ehesten mitspielen kann. Und von daher war ja auch so, dass Bale ursprünglich damals bei Spurs als Linksverteidiger die ersten Spiele gemacht hat. Und dadurch war er noch lange Zeit auch einer der ausgeglichensten Spieler. Aber nachdem er dann über Saison und Saison hinweg eigentlich nur noch offensiv gespielt hat, haben dann auch irgendwann die Leute von EA dann immer nach und nach seine Defensivwerte auch weiter verringert. Aber so war er dann lange Zeit, ich weiß noch, dass er immer in FIFA 15 oder sowas auch Spezialkarten bekommen hat, wo er dann auch nicht Flügelspieler war, sondern ZOM. Und dann haben auch viele ihn in Erwägung gezogen, als ZDM spielen zu lassen oder als ZM. Ja, ich habe ihn tatsächlich auch eine Weile in FUT Champs gespielt als LZM. Er ist schon biestig, weil mit ihm kannst du halt rennen mit 99 Tempo und dann Tacklings sind okay, Körper ist gut, also er ist da schon auf jeden Fall ein Biest. Ja, und wir haben eben gerade schon ein bisschen auch über Gazelle gesprochen und jetzt ist er sogar auch jetzt hier im Chat und ich glaube, er fragt, oder wie es genau abläuft mit ESL Premium, also da hat er irgendwie noch Probleme, um das einzurichten. Du willst jetzt aber nicht Major Ladder spielen, ne? Lass mal schön sein. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Also wenn jemand so starke Leistungen abliefert in der Weekend League, wie er sich dann in der Major Ladder schlägt, weil man da wahrscheinlich im Schnitt nochmal einfach stärker Gegner hat. Das bedeutet nicht, dass so eine Leistung irgendwie unterzubewerten ist, aber das ist dann nochmal was anderes. Bin ich mal gespannt. Also ich muss ja auch sagen, die Major Ladder, die ist auch wieder richtig stark besetzt einfach und du spielst auch gegen Teams, also
Ich bin da angekommen mit meinem Team, was mittlerweile halt, also keine blaue Karte war drin und nix, ne? Und dann auf einmal Loading Screen und ich sehe nur blaue Karten, nur Tottis, Team of the Seasons. Da habe ich auch erstmal ein bisschen geschluckt, weil aus der Weekend League ist man es nicht gewohnt, ne? Dass man zwingend gegen solche Burner-Teams spielt. Das erste Game ging 3 zu 1 für Teamox aus. Glaubst du, ich kann auch die Qualität eigentlich wieder ein bisschen hochstellen? Wir können es versuchen. Weil an sich ruckelt es ja nicht mehr und es müsste eigentlich. Ja. Oh. Warte mal ab, warte Aber es. Ich muss ja sagen, so 60 FPS, ne? Ich finde, das ist ein Riesenunterschied zu den 30, die ich bei meiner Elgato habe. das stimmt. Man Also, das sieht so flüssig und so geil aus. muss nicht mal, weil die ist irgendwie im Weg. Das Overlay ist die ganze Zeit noch da von Twitch. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber weil die Maus ist ja eigentlich hier rechts. Dann geh nochmal kurz rein und geh nochmal raus. Also, auch nochmal klein und groß. So. Und dann geh raus. Ja. So Yes. ist dann doch besser. Ja. Bisschen cleaner. Ja, Kazem, wir haben drüber gesprochen bezüglich stärksten Leistungen der Weekend League Team. Tim hatte jetzt irgendwie dreimal hintereinander 40-0 gespielt. Und ja, dann haben auch viele Leute aus dem Chat uns darauf hingewiesen, wie du mit 192 zu 0 einen Rekord mehr oder weniger aufgestellt hast. Ich gehe einfach davon aus, dass es jetzt niemanden besseren gab, der eine größere Streak hingelegt hat. Und dementsprechend haben wir uns da auch kurz drüber ausgetauscht. Mo ist auch am Start. Moin Mo. Die gesammelte FIFA-E-Sports-Prominenz hier. Ja, das ist natürlich das Schöne, ne? Jetzt können die selber auch mal ein bisschen zuschauen und sich Ja. vielleicht auch noch mal ein bisschen was abschauen, anschauen, wie einzelne Spieler spielen und eine Idee dafür bekommen, wenn sie vielleicht sogar am nächsten Spieltag gegen denjenigen spielen, wie der momentan so von der Spielanlage genau aussieht. Weil im Gegensatz zu dem vorigen Format, mit dem Cup-Format, spielen jetzt nicht alle parallel, sondern nacheinander und haben dadurch die Gelegenheit, nochmal zuzuschauen. Jetzt hier der Schussversuch von Timo aus der zweiten Reihe. Sehr, sehr stark, hier muss man sagen, mal ganz kurz von dem Torhüter, dass er zu dem Ball hingeht und verhindert, dass der zur Ecke geht. Sehe ich häufig genug, dass das nicht gemacht wird. Ja. So, und die enge Raute funktioniert nicht so richtig für Tim hier. Deswegen stellt er jetzt doch wieder um. Geht auf das 4-2-3-1 breit. Also er probiert wirklich sehr viel aus. Versucht viel zu variieren, um im Laufe dieses Best of Threes eben irgendwie auch die richtige Formation dann zu finden am Ende. Bisher ist es ihm noch nicht so wirklich gelungen. Und ich finde das immer ein bisschen. Ja, schade tatsächlich doch. Ja, der Ingame-Sound noch lauter machen. Das Problem ist, wir sind hier eigentlich auf voller Lautstärke, aber es kommt einfach nichts. Also es ist kein Ingame-Sound da, von Tim ausgehend aus. Okay, das ist natürlich auch interessant. Und ja, was ich sagen wollte, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass wir Tim nicht sozusagen auf seiner kompletten Spielstärke erleben. Mit dem Team, was er gewohnt ist, mit dem Controller, den er gewohnt ist, sondern dass er immer so dieses Handicap halt hier hat in der ESL-Meisterschaft, weil ich glaube, er ist wirklich auch so ein Spieler, der einfach einen Spielstil pflegt, der sehr gut anzusehen ist mit seinem Kombinationsspiel im Strafraum. Und auf PS4 tut er sich da doch eher schwer, was man ihm auch nicht übel nehmen kann. Stark nochmal durchgespielt. Jetzt die Möglichkeit, vielleicht druckvoll aus der Seite reinzuspielen. Der Ball kommt auf Umwegen dann bei Griezmann, glaube ich, auch an. Kriegt ihn aber nicht im Tor untergebracht. War abgefälscht. Jetzt hier aus der Eckensituation. Kanté im L2-1-2-Dribbling. Kommt dann gut durch, druckvoll rein, weitergelegt. David Luiz spielt da vorne mit. Der soll natürlich eher hinten den Kasten sauber halten. Dadurch jetzt hier die Kontersituation für Tim. Spielt den durch, aber Pogba mit seinen langen Beinen kriegt den Ball noch abgefangen. Ah, interessant. Tim spielt also mit dem Adapter. Gut, dann ist er vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. Nee, Spaß. Das Team ist natürlich schon doch auch nochmal ein Handicap. Also die Spieler, mit denen er auf der Xbox spielt, mit denen kannst du halt alles machen. So. Also mit den Legenden und den Tottis, da kannst du Pässe spielen. Ich sehe es ja beim Benny immer. Wenn der mal bei mir gezockt hat,
was für Kombinationen da möglich sind, das ist schon heftig. Weil dann halt so ein Ronaldo, der kann eben nicht nur die Bälle aus allen Lagen reinschießen, sondern er hat halt auch noch Passwerte wie ein Ja, Gestörter so. das ist das Krasse eigentlich. Ja. Ich hatte mal irgendwann vor einem Monat oder sowas, oder vor 1,5 Monaten, 2 Monaten, kann nicht ganz genau, habe ich mal wieder eine Weekend League mit dem normalen Ronaldo gespielt, wo ich vorher die ganze Zeit den Team of the Year gespielt habe, Ja. und der schießt trotzdem auch alles rein, ja, aber man merkt einfach, dass er nicht die Imbanis hat wie ein Team of the Year Ronaldo. Der ist ein Dribbling gut, aber nicht wirklich mega krass. Ja. Und man merkt natürlich auch hier und da mal ein Fehlpass mehr oder da vielleicht auch eine Ballannahme, einen technischen Fehler mehr. Also man verringert dadurch einfach mit diesen besseren Spielern, mit den besseren Werten der Spieler, die Varianz in diesen Streuungssituationen. Das heißt, wo man Pass nicht ankommt, wo man eine Ballannahme nicht gelingt oder auch einfach, wie agil kannst du dich mit dem Spieler bewegen. Ja. Ja, ich finde es auch ein bisschen interessant, dass Tim mittlerweile nicht die Weekend League auf der PlayStation spielt, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist ihm die ESL-Meisterschaft da als Wettbewerb nicht so wichtig oder ja, ich weiß es auch nicht genau, warum er nicht mehr Weekend Leagues auf der PlayStation gespielt hat, Also nachdem jetzt, dann die wo Qualis die. vorbei sind. Genau, das ist ja echt ein entscheidender Punkt. Vielleicht war es jetzt auch nochmal Training für den FWC Qualifier, welches er wahrnehmen wollte, vielleicht auch vom Team her, um sich damit einzuspielen. Was natürlich so nicht auf der PlayStation funktioniert hätte, aber klar, wenn man das jetzt betrachtet, bei den Weekend Leagues hätte er ganz gut Münzen auch mitnehmen können durch die Team of the Season Packs. War da sicherlich einiges zu holen. Und es hätte ihm wahrscheinlich nochmal gut getan. Absolut. So, jetzt Teamox hier mit einer gefährlichen Kontersituation. Hat eine super Balleroberung hinlegen können. Jetzt Dele Alli tankt sich durch. Und dann ist Tim aber mit Vidal zur Stelle an der Grundlinie schon. Kann den Ball dann nochmal rausspielen. Jetzt die kurze Ecke hier. Boah, die Flanke kommt bis zu El-Sharawi an der anderen Seite des 16ers. Bisschen mit den Skills hier unterwegs, der Timo. Schöner Ball jetzt hier in den Strafraum und da ist Griezmann und der kann ihn dann einschieben. Sehr, sehr schönes Dribbling auf den Außen und dann die Lücke gefunden, um reinzuspielen in den 16er und Griezmann stand völlig frei am Ende. Ja, und das war dann natürlich easy peasy. Und jetzt muss was kommen von Tim, denn wenn es so bleibt, dann geht Timo hier mit einem 2 zu 0 am heutigen Spieltag nach Hause. Und Tim ist natürlich jetzt schon ein bisschen unter Druck. Wir haben am Anfang von der Show auch schon drüber geredet. Tim nach den ersten beiden Spieltagen mit 0 Punkten. Ja, Kellerduell hier zwischen den beiden. Ja, klar. Also bei Timo natürlich vielleicht der Faktor, dass er erst ein Spiel gehabt hatte. Das ist auch wieder so ein typischer Timo-Ball, wie ich finde. Seit Ja. FIFA 16 eigentlich, diese L1 bis 3 Dreieckspässe. Das ist genau sein Ding. Spielt er häufig und nach entwickelt er dann immer auch ein ganz gutes Gefühl dafür, wann er die bringen kann. Der Ball jetzt hier sehr weit auf die Außen, Bale, und der setzt sich auch durch, will ihn reinbringen, aber da dann einfach noch die Füße von den Verteidigern dazwischen, wird abgefälscht und der Torhüter kann ihn ganz einfach aufnehmen und die Situation entschärfen hier für Timo, der mit dem langen Anpuff auf die Seite. Philippe Luis wartet jetzt so ein bisschen, spielt ihn nicht. Ist es eigentlich der Team of the Season von Philippe Luis oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich denke, also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. Weil ich glaube, das ist auch ein Spieler, der ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Der Timo legt hier die Kombination durch und dann jetzt Dele Alli aus dem Stand mit dem 2 zu 0. Also heute hier sehr, sehr ungewöhnliche Schussposition. Wir sehen es hier nochmal zurück und dann auf Dele Alli ein Ballkontakt und danach muss er sich so ein bisschen verschränken, verdrehen Ja. und wie auch immer. Kriegt er eigentlich nicht wirklich Power hinter dem Schuss, aber platziert ist er auf jeden Fall gewesen. Innenpfosten 2 zu 0 für Timo. Leichte Vorentscheidung hier. Für Tim läuft es in diesem Spiel auch absolut gar nicht. Wir sehen gerade die Schussstatistik. 6 Schüsse auf der Seite von Timo, 0 für Tim. Ja, also er findet keine Lösungen so richtig offensiv. In beiden Spielen hat er nicht so wirklich die Formation gefunden, mit der konstant sich an und in den 16er von Timo spielen kann. Stellt jetzt hier auch nicht nochmal um. Also ich glaube, da ist jetzt auch gerade der absolute Glaube nicht mehr so da, dass die Partie hier noch zu drehen ist. Denn im 4-2-3-1 breit bleiben, das ist halt auch nicht zwingend die Formation, mit der man dann nochmal alles nach vorne wirft. Ja, und Timo, also trotz seines hier im direkten Vergleich sogar unterlegenen Teams, scheint damit doch dann ganz gut klarzukommen mit seinen Spielern. Ich meine,
ganz ehrlich, mit einem Dele Alli, einem Griezmann, Tots und so weiter, Pogba, mit denen kannst du schon gutes FIFA spielen. So ist es jetzt nicht. Nee. Man muss jetzt auch durch die ganzen Team of the Season-Spieler, hat man nicht mehr. Das hat auch jemand geschrieben, ich glaube, Bötz war es, der gesagt hat, Ronaldo hat seiner Ansicht nach nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist richtig, wenn man sich die Team of the Season-Spieler anschaut, was man jetzt für Möglichkeiten hat, auch vielleicht mit weniger Münzen extrem komplette Spieler zu bekommen. Also ich denke ja nur an einen Gomez von der Calcio A, der auch einfach vier von seinen relevanten Werten auf der Karte über 90 hat, glaube ich, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Und der, das ist natürlich auch ein unglaublich krasser Spieler, so was die Attribute betrifft. Timo setzt sich jetzt hier auch fest in der gegnerischen Hälfte. Kommt jetzt mit David Luiz über den Flügel. Ja, seinem Nightmare. Ja. Arch Enemy, sein Albtraum, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, wer die Story nicht kennt, PS4-Finale for Champions, also sozusagen das Overall-Halbfinale gegen Shells, der dann später im Finale gegen Rocky verloren hat, war Timo vorne beim Stand von 1:1 im dritten Spiel. Er war vorne bei 1:1? Achso, im letzten Spiel war er vorne. Es war ja, ne? Ja. Korrekt? Nee, er musste. Oder war es Hin- und Rückspiel? Nee, er musste zwei Spiele gegen ihn gewinnen, weil er aus dem Bracket kam. Ja, genau. Und er hatte das erste gewonnen und im zweiten war er dann in der Verlängerung oder regulären Spielzeit, ich glaube sogar Verlängerung, war er vorne und dann hat er einen Longshot kassiert von David Luiz und Schels hat dann später im Elverschießen gewonnen. Und ja, seitdem Timo wirklich immer wieder lustig zu sehen, was er auf Twitter postet mit David Luiz. Er hat ihn sogar einmal an seinen Twitter-Account geschrieben, warum er so einen guten Longshot hat. In FIFA 17. Ob er ihn das erklären kann. Ja. So, jetzt haben wir hier die 89. Minute. Wenn man jetzt betrachtet, wie das Spiel bis jetzt hier gelaufen ist, ich glaube, Tim wird hier das Spiel nicht noch irgendwie drehen können. Er müsste jetzt noch zwei Treffer machen und ansonsten hätten wir hier dann direkt ein 2:0 von Timo im ersten Spiel des dritten Spieltags quasi. Tim kommt jetzt hier nochmal in den 16er, macht einen Ausrutschschuss, glaube ich, mit Bale war das, aber den kann der Torhüter hier halten, war einfach nicht wirklich viel Raum. Timo stand einfach in dem Spiel sehr, sehr gut auf jeden Fall. Tim hat die Räume nicht gefunden, nicht die Situationen kreieren können, um Torgefahr zu entwickeln. Und damit wird dann jetzt hier auch Timox das zweite Spiel gewinnen. Hier nochmal eine Parade von De Gea, gibt nochmal die Ecke, aber jetzt in der 90. Minute Nachspielzeit ist auch schon da, wird es nicht mehr reichen, um noch zwei Tore zu schießen. Und von daher gibt es hier die ersten drei Punkte für Timox, yes, wenn ich jetzt nicht komplett irgendwas übersehen habe. Du hast nichts übersehen, glaube ich. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Drei Punkte für Timo verdient, muss man auch auf jeden Fall sagen. Im Endeffekt kann er sich hier durchsetzen gegen Tim Latka. Und